Karte verloren. Du das Zeug gegen Hadi. Wer ist Hadi? Die Leute lachen über ihn, weil er noch jung und nicht gerade. Ach, der Kleine. Ist. Aber angeblich hat er es gewagt, den Baron selbst zu besiegen. Gewagt? Okay. Er hat es gewagt. Ist nicht einfach so, dass er es kann. Nee, der hat es gewagt. Normalerweise darf man das ja gar nicht. Ach, nee, ey, geht gar nicht. Also war das Leto von Gulita. Sehr schön. Fetzter. Der blöde Königsmörder, der Arsch. So, wie weit ist denn das jetzt hier? Wo ist dieser blöde Schnellreisepunkt? Wir sind doch irgendwo hier angekommen. Der Schnellreisepunkt war entweder hier außerhalb. Nee. Wo war dieser Schnellreisepunkt? Ich weiß nämlich nicht, wo der war. Ah, da, das muss es sein. Irgendwo hier. Auch wenn man nicht auf die Karte guckt, kann man sich angenehm hier zurechtfinden. Also, wo ist jetzt der kleine Mittelhain? Machen wir den doch mal fertig. Und zwar mit dem ballistischsten Deck, was es gibt. Ballistisch, ballastisch, ballustisch. Ah, wo ist er? Ist er da drin? Ach, das ist Hadi. Ah, gut. Hadi Hosen voll. Ja. Ich mit dem fertig bin. Hadi ist doof, heißt es. Aber das stimmt nicht. Hadi kann kein Feld bestellen und keine Fische fangen. Aber Karten spielen, das kann er. Schön, dass Hadi von sich in der dritten Person spricht. Das mögen wir. Sehr schön, dann spielen wir mal. Dann spielen wir. Hadi. Ja, super, da, was ist das? Nebelkönig? Was war das drin? Ja, mit dem haben wir mal angefangen, das war der Nebelkönig. Gut, wenn der Nebel spielt, brauchen wir den selber ja eigentlich nicht. Gucken wir uns mal die Karten an. Nahkampf. Oh Gott, alles zu sehr gemischt und viel zu viele von denen. Das kann wirklich jetzt... Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Dingern. Ich glaube, ich kann mir fast denken, dass wir die jetzt brauchen. Natürlich bin ich jetzt am Zug. Die können wir nicht gebrauchen. Das heben wir uns wieder für die Runde Nummer 2 auf. Das heißt, wir werden Nahkämpfer spielen. Nahkämpfer und Fernkämpfer. Blöderweise, das hier können wir jetzt nicht spielen. Mann. Na gut, spielen wir die. Ist das ein bisschen übertrieben, gleich am Anfang, aber wer weiß. Wobei, doch, klar, das... Ja, schönes Ding. Wie ist der Typ überhaupt? Den kennen wir doch. Werner Rosch, genau. Höchster Nahkämpfer. Können wir den leider nicht killen? Wir müssen warten. Wenn ich aber die Kälte reinnehme, bringt das alle anderen Karten auch nach unten und lässt uns ein bisschen besser dastehen. Wenn jetzt erstmal ein bisschen das nehmen. Nebel können wir jetzt leider nicht nehmen. So, weil wir so viele Fernkämpfer haben. Das heißt, wir hoffen, er hat sehr viele Nahkämpfer bei sich im Team. Hat er natürlich nicht. Er hat ein sehr ausgeglichenes Deck. Sein Arsch. Hätte ich vielleicht nicht jetzt machen können. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen rauszögern können. Naja. Damit haben wir die erste Runde schon mal abgegessen. Dieser kleine Pisser. Ja gut, die nächsten 5. Mal gucken, wo der Gegner anfängt. Stimmt, der kriegt... Oh, der kann ja auch ziehen. So eine Scheiße. Jetzt sind wir wieder solche mega starken Gegner. Ey. Das ist doch unmöglich. Hätte ich vielleicht den spielen können, dann hätte ich den Nahkampf nicht machen müssen. Da wären wir nämlich besser... Aber gut, was können wir denn mal wiederbeleben hier? Was bräuchten wir denn? Fernkämpfer nicht. Nahkämpfer bräuchten wir jetzt.
Weil wenn ich Fernkämpfe rausstelle, dann werde ich bald wieder anderes mitmachen. Das spielen wir erstmal nicht. Wir spielen erstmal das. Aber ich muss zweimal hintereinander gewinnen. Oh, das wird schwierig jetzt. Scheiße. Der Gegner passt natürlich, das ist nett. 10 Punkten. Krieg mal hin. Sehr schick. Und wir ziehen. Ah, die Karte hätten wir nicht gebrauchen können. Sehr nutzlos. Okay, jetzt müssen wir sowieso alles raushauen, was geht. Der wird eh den Nebel spielen. Wieso hat der meine Karte? Das ist doch bescheuert. Na gut, dann hauen wir das jetzt noch mit rein. Ach komm schon. Na gut, wenn wir das spielen. Muss doch noch einen Nahkämpfer haben, den man aushebeln könnte. Ah, jetzt macht er den Nebel. Jetzt spielen wir selber den Nebel. Damit man ein bisschen die Runden schieben kann. Bringt uns jetzt aber leider nicht wirklich voran. Ja, ein Punkt, den kriegen wir jetzt natürlich nicht. Ja, schönes Teil. Regt mich sowas auf. Hadi ist nicht schlau, nein. Findet keine Pilze außer seiner eigenen Stinkmorde. Ja, ja, ja. Aber, Hadi kann Karten spielen. Hadi ist ein blöder Drecksack mit verdammt guten Karten. Das ist das Einzige, warum er so gut ist. Dann spielen wir. Na dann, Versuch Nummer 2. Ist gut. Ist gut, Nahkampf, das Ding. Oh, das ist doch schön. Brauchen wir gar nichts zu wechseln. Na, was wird denn mein Gegner spielen? Och nein. Das ist wie, als wäre das schon vorher da. Man hat wunderbare Karten. Was spielt der Gegner? Eine Spionkarte. Ach, da freut man sich doch, wenn man mal eine Finte mit reinnimmt. Aber nee, eine Finte existiert nicht in meinem Deck. Na gut, Hadi kann Bogenschützen wegmachen. Das heißt, wir sollten Hadi dazu bringen. Reden von ihm vor allem in der dritten Person. So, jetzt sind wir bitte. Gut, ich könnte eigentlich das immer spielen. Mit ein bisschen Glück. Hat er ja kein. Diese Zerstörungskarte nicht mehr drin. Shit. Wenn wir das jetzt erstmal spielen. Ist jetzt die Taktik ganz am Anfang dabei gewesen. So, der Pisser mich wieder kontern. So, die Fernkämpfer werden wir uns für die zweite Runde aufheben. Das heißt, wir werden jetzt noch weiter Nahkämpfer spielen. Und die dann irgendwie noch verbessern. Oh Gott. Und dann kriege ich in der nächsten Runde, wenn ich was ziehe, den hier. Als Kombination. Das regt mich jetzt schon wieder auf. So, wir haben jetzt gewonnen. Kriegen eine neue Karte. Freuen uns in Ass. Blöderweise hat der Gegner nicht nur eine Superkarte im Inventar. Oh, das ist gut. Sehr schick. Wir haben das stärkste Hinkarten bei der Spieler. Das heißt, wir fangen an mit dieser Karte. Hoffen, dass der. Ach ja, ich kann ja sie wieder. Ganz vergessen. Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Ja, wenigstens ist noch ein Fernkämpfer dabei rausgesprungen. Wird natürlich wunderbar verbessert. Das ist ein Arsch. Bei dem.
Ich will ihn erstmal dazu bringen, so viele Karten wie möglich rauszuhauen. Oh, jetzt kommt natürlich seine wunderbarste Fähigkeit überhaupt. Na gut, was macht man jetzt? Wir werden jetzt nochmal den Nahkämpfer spielen. Mal gucken, was passiert. Der Gegner spielt wieder eine Nebelkarte. Das sind 5 Punkte von... Wir werden jetzt die Zerstörungskarte spielen. Mal gucken, was jetzt passiert. Er hat noch 3 Karten. Ah, jetzt wird bei mir was zerstört. Ist aber jetzt nicht so ausschlaggebend. Wir werden jetzt einmal passen. Der Gegner ist gezwungen, irgendwas Starkes hinzusetzen, weil sonst ist er ab am Arsch. Huh, cool, was habe ich gesagt? Es liegt nur an den guten Karten, die er hatte. Hadi hat verloren. Ja. Kommt vor. Nimm deinen Kommt Gewinn. Vor. Super. Ich muss sagen, die Art und Weise, wie der das gekontert hat. Vernon Rush. Sehr gut. Hier haben wir jetzt 30 Karten und 1, 2. Ich zähle nur 2. 3. Super Karten dabei. Super mega derbe Heldenkarten. Oh, sogar mehrere. Hä? Moment. Ist das ein neuer? Ah, das ist ein neuer. Eredin, Zerstörer der Welt. Eredin. Und so weiter und so fort. Wirf 2 Karten ab und ziehe eine Karte deiner Wahl aus deinem Kartensatz. Ziemlich bescheuert. Das kann einem wirklich nur in den ganz schlimmsten Fällen helfen. Nimm Anklagestapel zurück auf die Hand. Das ist ziemlich cool. Und vielleicht das noch. Das wird die Nacht der Entweder-Karte im Spiel. Das ist fast schon eine der nützlichsten Karten mit. Naja, wir werden trotzdem weiterhin beim nördlichen Königreich bleiben. Und wir haben Quint in Wählen gespielt. Mensch, sind wir gut. Es ist ja Wahnsinn, dass wir das so wunderbar gemacht haben. Erstmal neben Quest muss man auch schwarze Perle, mehrere auf der Fährte. Ja. Spieler der Großstadt gewinnt die einzigartige Karte von Wimme Vivaldi. Das könnte ich mal noch machen. Das sind die mysteriösen Spuren. Sprich mit dem Jäger im Dorf Lindenthal. Erhielt Geralt einen außergewöhnlichen Auftrag. Wegen seltsamer Spuren besorgte er im Wald entdeckt hatte und suchte jemanden, der ihn. Stufe 20. Lässt sich doch eigentlich auch ziemlich schnell lösen, das Ganze. 1000 und irgendwas weit entfernt. Aber jetzt müssen wir mal kurz auf die Uhr gucken. Okay. Einmal das Vieh noch mal ganz fix kaputt hauen, was diese Spuren da hinterlassen hat. Hoffen wir nur, dass das hier irgendwo... Lindenthal, das ist doch... Ja. Genau. So ein bisschen habe ich die... Na okay, nicht alle Namen, nur das Lindenthal. Ich habe das so oft gesagt, Lindenthal. Das ist jetzt drin, der Name. Mittlerweile habe ich wirklich sehr viel von diesen Texten gelesen, deshalb gehe ich da so hastig dann durch. Was sind das zwei? Was? Mit ihm kann ich Quint spielen. Hast du was Interessantes? Sehr schön. Was ist das denn? Tristiana und Iso... Tristan und Isolde, ist klar. So, was haben wir noch? George Köder. Das haben wir schon... Da könnten wir alle mitnehmen. Auch alle mit. So. Jetzt sind wir doch alle wieder happy. Alle Reparatursitze dabei. Wieder mal was Schönes zum Lesen. Und wir können wieder wunderbar gegen ihn Karten spielen. Wie wäre es mit einer Partie Quint? Das ist wirklich eins der... Ein super Spiel im Spiel. Oh, ich hab wieder gegen den Schlechtwetterkönig. Okay, verbrennen. Naja. Okay, also der Regen kann schon mal weg. So.
Puh. Bei den ganzen Nahkämpfern muss ich mir jetzt wirklich aussuchen, wie ich denn den Anfang bezwinge hier. Soll die Eiskälte weg oder soll lieber der Fangkämpfer weg? Ne, da kann der Fangkämpfer weg, wenn der Gegner das sowieso macht. Oh, super Entscheidung. Das heißt, wir werden mit den Katapulten angreifen. Und fangen mal mit der Karte an. So muss das doch sein. Hau die Nahkämpfer raus, Junge. Hau die Nahkämpfer raus. Das macht er gut. Das macht er sehr gut. Blöderweise habe ich jetzt die stärkste Karte auf dem Feld und würde mir dann nur selber ins eigene Fleisch schneiden. Das regt mich jetzt schon wieder ein bisschen auf. Genau, dieselbe Taktik wie ich. Genial. Der weiß anscheinend, was auf ihn zukommt. So, wenn wir das erstmal machen, sind wir bei 40. Mit ein bisschen Glück passt er vielleicht. Macht er nicht. Nein, er zieht natürlich noch ein paar Karten. Das kann ich in der nächsten Runde dann nicht mehr gebrauchen. Das hier würde mir meine eigenen Einheiten kaputt machen. Das heißt, wir werden hier das nehmen. Und in der nächsten Runde einfach passen. Ja, ey, ich glaub's ja jetzt nicht. So, was macht der Gegner? Spielt er seine... Ach, musste der jetzt passen. Da war ich wahrscheinlich zu aggressiv im Vorgehen. Und wieder ein Fernkämpfer. Na gut, das ist wenigstens die erste Karte, die wir spielen können. Nimm da das. Ah, und dann spielen wir das hier. Da ist der Gegner wieder dran. So, wie machen wir das jetzt mal? Ich werde jetzt einfach mal passen. Der Gegner ist gezwungen, noch eine Karte auszuhebeln. Ja, genau. Der hat natürlich genau eine passende dabei. Was ein Sack. Ich hätte den Frost nicht spielen dürfen. Der hätte mir jetzt wunderbar noch geholfen. Jetzt hat er schon wieder eine Karte extra. Wie kann man denn nur so ein blödes Mehl haben? Na gut, jetzt kann ich sowieso alles rausspielen, was geht. Nächsten, noch ein Bogenschütze. Moment. Es kann vielleicht sogar sein, dass er sich ins eigene Fleisch schneidet. Hoffen wir mal. Nein. Das ist jetzt nicht mehr normal. Das ist jetzt... Das ist echt gemein. Dieser Sack. Wie kann er besser Quint spielen als dieser Hadi? Ich fand das von der Taktik her viel, viel besser. Er hat nicht so auf die großen Karten abgezielt, sondern ist wirklich da mit der Taktik gut umgegangen. Ich muss sagen, das hat er sehr gut gemacht. Aber ich hasse es, wenn die das machen. So, extrem dichter Nebelkante. Gibt's nicht. Zu viele Wetterkarten im Inventar. Viel zu viele. Na gut, mein Fernkämpfer, Fernkämpfer. So, nehmen wir das. Sehr gut. Ich gehe fast davon aus, dass der Gegner mich dann wieder einfriert. Also kann ich ja die erste Runde wenigstens erstmal gewinnen. Mit Karten, die man nicht benebeln kann.
Was braucht man jetzt mal? Wir haben noch einen hier. Schauen wir den dahin. Das wird jetzt interessant. Wird er den Nebel irgendwann auspacken? Wann wird das denn wohl passieren? Okay, bei eigenen Karten ist es unwahrscheinlich, ja? Ja, jetzt kommt die noch. Na, wunderbar. Vor allem einen Punkt Vorsprung. Das ist doch gut. Na gut, das brauche ich hierfür. Das brauche ich dafür. Und wenn ich das jetzt mache, würde ich 3 und 4 7 Punkte verlieren und der Gegner 3. Würde mir nichts bringen. Ich würde aber den Gegner wenigstens noch eine Karte spielen lassen müssen. Er passt natürlich, was er ihm sagt. Okay. Das war jetzt nicht so ganz nach Plan gelaufen. Natürlich zieht er wieder. Gut, was haben wir denn hier? Wir werden den hier wieder rausziehen. Aber vorher, Moment, ich muss hier zweimal gewinnen. Scheiße. Wie werden wir jetzt mal gewinnen? Ja, machen wir das. Der Gegner wird sich selbst nicht das Bein stellen. Und 1 und 8. Sind wir bei 9. Wunderbare Kombi. Haben wir gewonnen. Kriegt man eine Karte. Haben eine mehr als der Gegner. Freuen uns wieder. Und zum Glück haben wir damit wieder einen Gegner. Ja, das so muss es sein. Jetzt muss ich einfach mal gucken. Was ich denn hier wiederbeleben kann. Ah, Sonderkarten gehen. Ich will mal nicht wieder zu beleben. Dann werden wir das hier nehmen. Ah, klar. Das kommt noch aufs Feld. Zwei Verbesserungen. Fernkampf, Fernkampf. Nehmen wir den Nahkämpfer. Weil ich das Ding hier mit ganz vorne mit hinsetze. Das heißt, da hat es den besten Effekt. So, Moment. Die Verstärkung, die lassen wir erstmal noch. Die werden wir ganz als letztes mit benutzen. Weil wenn der so eine Fähigkeit hat, dass man die stärksten Einheiten wegbrennt, dann wird es das sofort treffen. Und das will ich nicht. So, dann werden wir das hier nehmen. Eigentlich eine blöde Idee, ich hätte das hier nehmen sollen. Oh, ich habe gewonnen. Sehr gut. Wie komme ich denn jetzt vor allen Dingen auf 41? Manchmal glaubt man seinen eigenen Augen nicht. Vrihet Kadett, die kennen wir doch. Schütze der schweren Infanterie. Ach so, die habe ich alle gekauft. Reinfahren. Man kann auch rausfahren. Oder woanders hinfahren. Ist das jetzt einer von den Karten, die man mitnehmen sollte? Vor allem 31. Respekt. Nein. Mit dem alten Mann müssen wir nicht reden. Wir müssen mit irgendwas anderem reden. Mit dem Jäger. Was denn? Was denn? Wie denn? Wo denn? Ja, ich bin wegen des Auftrags hier. Ich bin wegen des Auftrags. Den Auftrag, den ich mir irgendwann mal durchgelesen habe. Was für ein Monster es ist? Nein. Aber es muss ziemlich groß sein. Es hat ein Dutzend Wölfe gerissen und ausgeweidet. Aber das meiste hat es übrig gelassen. Wieso? Das heißt, dass es aus Bosheit tötet. Nachts hört man es wild heulen und bellen. Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, obwohl das Dorf hungert. Ach, reden wir über die Belohnung. Ich kann mich um das Monster kümmern, aber nicht kostenlos. Wie viel willst du?
54, 74, 90, 2000 und... der ist ja ziemlich freigebig. Das können wir dir zahlen. Ja, natürlich. Wow. Manche sind extrem zahm, nämlich. Ich kümmere mich darum. Das Glück war uns hold, als es dich hergeführt hat. Naja, noch habe ich das Vieh nicht getötet. Also, wo wird das denn sein? Erkunde den Wald mit Hilfe deines Hexersens. Ja, das machen wir immer. Die ganze Zeit. Und wir haben es gefunden. Noch sehen. Oh, was ist das? Groß, richtig groß. Oh, die. Ja, das sind wirklich ziemlich große Fußspuren. Ähnlich der Größe des Eggimas. Oh, man kann vor allen Dingen sehr hohe Hänge aufklettern. Und der Wind geht wieder. Sieht aber auch lustig aus. So, haben wir hier sonst noch was an den Spuren? Ah, klar, die gehen jetzt hier nach oben. Haarspuren, Kratzspuren. Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Gut. Der Geruch ist noch da. Und wir werden wieder nach dem Geruch gehen. Wo ist er denn? Da. Uah. Das Gesume macht einen manchmal wahnsinnig in der Sicht. Na, wo läuft's denn hin? Nur im Kreis? Was ist das denn? Ach nee, das war... Ich muss einen anderen Weg finden. Musst du das? Ach du Scheiße. Na, klasse. Stinkt nach Bierscheiße. Ja, alt und vertrocknet. Der Bier ist schon länger in der Gegend. Ach, wundervoll. Bierscheiße. Na gut. Seitlich hier reinspringen wäre, nehmen wir mal an, keine gute Idee. Also wo ist der andere Eingang? Normalerweise sind die anderen Eingänge immer in der Nähe des Wassers. Aber vielleicht hat es am anderen Ende dieses... Und wir haben es gefunden. Der Eingang in diese Höhle. Gott. So, wir werden uns erstmal hier ein Quenchschild reinsetzen. Ja, wunderschön. Ah, es ist doch gut gelaufen. Oh Gott. Erkundet die Hülle mit Hilfe dann. Ja, klar. Oh, stimmt, ich habe hier noch anderweitig was. Ach du, was ist denn hier passiert? Noch nicht lange tot. Was es wohl umgebracht hat? Ja, was es wohl umgebracht hat, gute Idee. Blutige Feldstücke. Das zweite Biest hatte eine andere Farbe. Dunkelbunt oder was? Ich sehe ja keine andere Farbe. Aber wieso ist hier ein Biest und das wurde dann von dem anderen Biest...